Und das hier ist Maha-Insel. Wie ich hier hochgekommen bin und weiteres zeige ich euch gleich. Weißt ihr noch die St. Anne Marine Park von dem letzten Snorkeling-Video? Also heute werden wir die Kopolya Trail wandern, hier im Süden des Insel, und wir werden diesen Marine Park von ganz oben anschauen. Lass uns mal loslegen. Wir haben hier wieder diese wahnsinnige Dschungelvegetation. Und die hier sind richtige Wurzeln. Ich wollte gerade erzählen, ich bin glücklich, endlich mal im Schatten heute zu wandern, weil gestern war ich das ganze Tag in die Sonne und das war kräftig. Wie man sieht, hier auch 37 Grad Celsius und 96% Luftfeuchtigkeit. Mit dem steileren Anstieg, man sieht, wie ich fertig bin. Ne? Roy ist wieder dabei und der holt netterweise gerade das Kamera. Und hier sind übrigens die fleischfressenden Pflanzen. Die sind ganz klein und interessant aber zu sehen, hier auf diesem Plateau, mit dem wunderschönen Aussicht über dem Insel. Es sieht wie auf eine andere Planet hier oben aus. St. Anne Marine Park mit dem Eden-Insel und Surf-Insel. Und dahin die St. Anne-Insel und die Moyen-Insel. Und deswegen komme ich hier hoch, wegen dem Aussicht. Das ist absolut fabelhaft. Und so sitze ich hier im Schatten zwischen diesen Pflanzen und genieße einfach diese herrliche Aussicht über dem Seychellen. Und das war Kopolya Trail auf der Maha-Insel. Und so wie alle schönen Sachen zu meinem Ende kommen, kehre ich zurück zu dem Lazare Bay, wo meine Reise gestartet hat. Lazare Bay mit Lazare Picot Hotel. Hier war ich in die ersten Tage auf dem Insel und deswegen liebe ich diesen Platz besonders. Und deswegen das letzte Besuch, bevor morgen mit dem Fähre zum Pralen geht und von dort weiter zum Ladik. Ich werde wieder auf Maha sein, aber nur auf Rückweg, um den Flugzeug zurück nach Europa zu nehmen. Das ist die Lazare Picot Monument. Und hier verabschiede ich mich vom Lazare Picot Hotel mit seiner wahnsinnigen Aussicht über den Bucht. Und ich habe hier auf die Schnelle empfohlen das Zimmer Nummer 5. Natürlich kann ich es aber nicht machen, bevor ich meine Strawberry alkoholfreies Bier von Bavaria gekauft hat, was meine aller Lieblingsgetränk hier auf den Inseln war. Wenn man hier Alkohol trinkt, dann schwitzt man dreimal so viel und man schwitzt auch ohne Alkohol zu viel. Deswegen habe ich das ganze Aufenthalt nur das getrunken, in industrieller Menge. Leider habe ich bisher noch nicht geschafft, das hier in Europa zu finden. Ich vermute, das wird unter Lizenz in die südafrikanischen Staaten produziert, für die meisten arabische Welt und afrikanische Kontinent. Aber hier in Europa gibt es nicht. Und natürlich habe ich das letzte Sonnenuntergang hier auf Maha richtig genossen. Das war's für heute, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr habt das Video genossen. Hier ein paar
Aufnahmen, die nicht in die Video geschafft haben. Und ich kann es kaum erwarten, euch dabei zu haben an der nächsten Reise. Also abonnieren. Tschüss.